Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist schon wieder eine Weile her, aber oh, ja, nicht zu ändern. So, meine Bilder sind gerahmt. Schaut sie euch an. Ist das nicht schön geworden? Also es ist schon ja wirklich ein Unterschied, ob man sich das selber macht oder ob man sich das rahmen lässt. Also es ist wirklich super, super schön geworden. Ich habe ja gesagt, ich habe es mir ohne Glas geholt, weil das andere hat mir zu der, das war mir zu spiegelig. Also das, nee, gefiel mir überhaupt nicht. Und so sieht es jetzt aus. Und da ist mein Eulenkind. Ja, da ist der Rahmen ein wenig größer. Und schaut sie euch an, ist die nicht süß? Und so mit den Rosen unten, man kann das jetzt tatsächlich doch gut erkennen. Und oben auch mit den Margeriten. Also, ich bin begeistert. Ja, da sind sie. Jetzt muss ich mir nur noch ein schönes Plätzchen suchen. Ich habe ja hier in meinem Bastelzimmer, ich kann euch das mal zeigen, so eine komplette freie Wand. So, da hinten, da hängen meine Gnomenbilder. Wie ihr seht, habe ich auch noch keinen Rahmen gemacht. Ich habe wirklich keine Zeit gehabt im Moment. Ja, und ich habe mir schon überlegt, ob ich hier vielleicht so meine Wall of Fame mache und so alle meine fertigen Projekte an die Wand mache und dann am Ende des Jahres mal gucken. Weil so, also die Wand gefällt mir nicht. Mein Mann hat damals eine falsche Farbe genommen. Ich wollte eigentlich, ja, halt eine andere Farbe und dieses mir zu dunkel. Es sieht in der Kamera tatsächlich heller aus, aber es ist tatsächlich so ein dunkles Bordeaux, würde ich fast sagen. Also, ja, nicht schön. Es ist mir zu duster und von daher kann ich die Wand eigentlich voll klatschen mit meinen Projekten. Ja, so habe ich mir das überlegt. Vielleicht mache ich das auch. Ja, auf alle Fälle, da sind sie, meine beiden Projekte. Und ta-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 
Aber so bei der ersten Reihe ist das doch tatsächlich arg frummelig. So, ich orientiere mich quasi immer so, dass ich mir den Faden so ein bisschen fester ziehe. Dann sehe ich nämlich genau, wo ich die vorige Perle eingestochen habe und kann mich an dem Loch so ein bisschen orientieren. Ich möchte was ausprobieren. Ich hatte mir ja ein paar Perlen bestellt, das hatte ich euch ja erzählt. Und bevor ich dann das große Projekt starte, möchte ich ganz gerne so ein bisschen ausprobieren, ob das überhaupt für mich in Frage kommt oder ob mir das tatsächlich zu frimmelig ist. Weil es ist so, also schon, ja, schon eine Herausforderung, sage ich jetzt mal so, weil meine Augen auch nicht so die besten sind. Und so muss ich schon ziemlich genau gucken. Ich weiß nicht, wie es dann später ist, weil ich ja meine Projekte immer auf dem Schoß liegen habe und ob mir die Entfernung denn nicht eventuell doch zu weit ist. Aber das muss ich dann halt, ja, wenn es dann so weit ist, muss ich da eben gucken, ob das so alles klappt, wie ich möchte. Ja, wie ich euch ja schon erzählt habe, oh, schaut euch das mal an. Das ist schon schön, ne? Es sieht doch schon. Könnt ihr überhaupt was sehen? Ich stick hier vor mich hin und ihr seht wahrscheinlich gar nichts, ne? Oh, dann tut mir das leid. Ich muss das mal ein bisschen. Es ist immer schlecht, weil man auch immer gucken muss, ob man in der Kamera ist. Ja, ich musste viel arbeiten. Meine andere Kollegin hat sich doch tatsächlich noch mal für eine komplette Woche krank schreiben lassen. Also wir sind ja jetzt im Moment eigentlich nur zu zweit, mein Kollege und ich. Und gestern hatte ich mal einen Tag frei, aber nach 10 Tagen durcharbeiten, ja, hatte ich wirklich nicht viel Zeit. Ich war also einkaufen und mal vernünftig sauber machen und meine Wäsche, ich hinkte da hinterher und ja, da blieb nicht viel Zeit und ich war gestern Abend kaputt wie 1000 Mann und da ist wirklich nicht viel passiert. Heute Morgen habe ich dann noch mein Winteridyll fertig gestickt. Da fehlten mir nur noch, ich glaube, 500 Perlen, die habe ich heute Morgen fertig gestickt. Ja, und jetzt ist es auch schon gleich Mittagszeit. Das heißt, ich muss auch schon gleich wieder arbeiten. Und nächste Woche, ja, wie gesagt, kommt zwar meine eine Kollegin wieder. Oh, ich muss mir mal eben, sonst geht mein Bild hier weg. Kommt meine Kollegin zwar wieder, aber wir wissen noch gar nicht, inwiefern sie schon belastbar ist, ob sie überhaupt die Zeit stehen kann. Und wir haben wirklich extrem viel zu tun im Moment. Also von daher sind wir jetzt erstmal ja so quasi in 3 Schichten. Ich habe die Mittelschicht, also meine Kollegin fängt an. Ich stoße dann um 9 dazu. Also sie macht ja um 7:30 den Laden auf. Ich stoße dann um 9 dazu, bleibt dann bis 15 Uhr und dann überschneidet sich das, weil wir haben ja Ablösung eigentlich um 13:30 Uhr. Beziehungsweise der eine muss um 21:15 da sein, damit der andere dann in Ruhe seine Abrechnung machen kann. Und ja, von daher werde ich dann nächste Woche wohl hauptsächlich die Mittelschicht fahren. Und das ist natürlich ganz, ganz blöd, weil der ganze Tag ist dann einmal irgendwie im Eimer, weil man schafft wirklich dann nicht wirklich irgendwie viel, weil ja, morgens schafft man eigentlich nichts und nachmittags, wenn man dann von der Arbeit kommt, dann schaffe ich dann auch nicht viel. Also nächste Woche wird sehr, sehr anstrengend. Es sei denn, meine Kollegin fühlt sich und sagt, ja, sie schafft das alleine, dann kriegen wir vielleicht doch irgendwie einen Tag frei oder so. Naja, jetzt habe ich mir auf alle Fälle Urlaub eingereicht. Also vom, ich weiß, es geht gar nicht, nach Ostern die Woche habe ich auf alle Fälle Urlaub. Und dann, ja, hoffe ich, dass ich so ein bisschen was gebacken kriege. So, ich muss mir mal gerade gucken, dass ich mich hier nicht verzähle, weil ich brauche 64 Perlen in die Breite. So, das sind 20.
4, 6, 8, 10, die hatte ich schon. 10. 10. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich hier vorne da gelandet bin und hier hinten da. Habe ich hier irgendwo verzählt? 4, 6, 8, 10. Das stimmt. 2, 4, 6. 6, 8, 10, das stimmt auch. Die liegt hier so ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich, weil ich den neuen Faden genommen habe. 2, 4, 6, 8, 10, das stimmt auch. 2, 4, 6, 8, 10, stimmt auch. 4, 6, 8, 10, stimmt auch. Okay. Weiß ich nicht, warum das jetzt so komisch aussieht. Wo habe ich denn jetzt meine Kappe gelassen? Ach, hier. So, was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche 64, 10, 20, 30, 40, 50. Naja, ein paar brauchen wir noch. Ja, ich habe auch nicht wirklich viel Videos geguckt im Moment. Weil ich schaue gerade auf Netflix. Ach, wie heißt denn das? Oh, bin ich jetzt blöd? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Serie heißt, die ich da gerade gucke. Ah, Celine guckt sie auch. Oh, wartet mal kurz, ich muss mal eben gucken. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, Manifest, glaube ich, heißt die Serie. Moment, ich muss mal eben gucken. Manifest, ja. Und da sind, glaube ich, 4 Staffeln jetzt mittlerweile raus. Ich bin jetzt bei der dritten Staffel. Bei Folge 8 oder so. Also ist eine tolle Serie. Also wer sie noch nicht geguckt hat und wer bei Netflix unterwegs ist, schaut da gern mal rein. Das ist wirklich mega spannend. Da ist eine Familie, also Oma, Opa, ja, Tochter, Sohn, dann die Frau von dem Sohn, 2 Kinder, ein Zwillingspärchen. Und noch eine Schwester und die sind zusammen im Urlaub. Und irgendwie ist der Rückflug komplett überbucht. Jedenfalls ist der ja quasi der mittlere Sohn mit seiner Schwester und seinem Sohn, dem Jüngsten, in einem anderen Flugzeug untergebracht. Und das Flugzeug ist dann 5 Jahre verschollen und nach 5 Jahren landet das Flugzeug dann. Und das ist schon richtig, richtig krass. Also wirklich eine super Serie. Also wirklich mega spannend. 4, 6, 7. Also, und die haben dann immer so Vorhersehungen und müssen die dann auch erfüllen. Und ach, kann man gar nicht erklären. Also guckt sie euch an, die ist wirklich super spannend. Ja, und die gucke ich im Moment. Halt, das ist eine falsche Perle. Und von daher bin ich nicht viel zum Videogucken gekommen. Was ich mir jetzt tatsächlich angeguckt habe, ist der Start von dem Secrets Digimon. Da ist ja jetzt mittlerweile der zweite Teil rausgekommen. Aber es ist schon so offensichtlich eigentlich, dass es sich dabei irgendwie um so einen Seerosenteich handelt. Hätten sie vielleicht noch ein bisschen geheimnisvoller gestalten können. Aber ich bin ja gespannt, was da noch zukommt. Bloß zweimal Wasser hintereinander. Das letzte Projekt war ja eine Schildkröte. Und jetzt wieder Wasser. Weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt. Engelchen ist ja jetzt mit dem ersten Teil fertig.
hat ja jetzt den zweiten Teil angefangen vom Secret Sigillon, also diesen zweiten Part, der jetzt rausgekommen ist. Ich glaube gestern, ne? Und ja, wir dürfen gespannt sein, was dabei rumkommt. Ja, und sonst habe ich tatsächlich 3, 4, 6, 8, 10 nicht so viele Videos geschaut. Ich habe zwischendurch mal bei Rita reingeguckt, aber sonst habe ich tatsächlich nicht viel geschafft, weil also bei uns auf der Arbeit ist im Moment auch so viel los, dass ich da also wirklich abends, ich falle echt kaputt ins Bett. Und von daher, und morgens habe ich dann immer, ja, mit Haushalt und dann, ja, habe ich noch 1,5 Stunden Zeit, bevor ich dann wieder zur Arbeit muss. Da schafft man dann auch nicht so viel, da irgendwelche Videos zu gucken. Aber ich glaube, es sind auch gar nicht so viele rausgekommen. Von daher machen sich die alle so ein bisschen mau. Auch meine Kollegin, also brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Ich bin nicht die Einzige, die so ein bisschen videotechnisch hinterherhängt. So, ich habe jetzt meine 64 Perlen. So, ich sticke aber wieder nur in eine Richtung, weil sonst glaube ich, dieses zurück und dann in diese kleinen Löcher. Nee, 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 nee. Das wird nichts. So, das war die erste Reihe. Jetzt muss ich mal gucken, ob in der zweiten Reihe schon irgendwas passiert. Ich zeige euch aber noch nicht, was ich hier mache. Das ist ein kleines Geheimnis, das seht ihr später. Wenn es denn soweit ist, ich hoffe, dass ich jetzt morgen ein bisschen Zeit, ja, und natürlich auch die Lust habe, morgen ein bisschen was dran zu machen. Und dann kann ich euch das in dem nächsten Video zeigen. Ja. Ich hatte ja für das große Projekt, ich hatte ja erzählt, dass ich eben noch so viel Stoff habe, aber leider reicht der Stoff nicht. Also, weil ich mir den ja damals so ein bisschen zerschnibbelt hatte. Von daher musste ich mir jetzt noch Stoff bestellen. Und aber nicht schlimm, das ist ein Geburtstagspäckchen, was ich mir aussuchen durfte. Ich habe ja Gutscheine bekommen und habe die ja in Perlen und Stoff, und dann habe ich mir noch kleine Zipperbeutelchen ausgesucht und dann habe ich mir noch ein paar Nadeln dazu bestellt. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Budget über. Mal gucken, ob ich mir vielleicht noch ein paar Perlen hole oder auch mal gucken, irgendwie eine Kleinigkeit hole ich mir noch dazu, aber das zeige ich euch dann alles, wenn es denn da ist. Meine Perlchen sollten gestern schon kommen, aber die waren nicht dabei. Mal gucken, ob sie vielleicht heute noch kommen oder so. Aber wie gesagt, heute wird nicht mehr viel passieren, weil ich auch gleich arbeiten muss. Also von daher, ja. Also ich muss sagen, also die zweite Reihe geht tatsächlich besser wie die erste, weil man sich so ein bisschen, ja, orientieren kann. Beziehungsweise, da ist, glaube ich, ein Fehler. 1, 2, oder doch nicht. Also man muss schon sehr, sehr aufpassen, wo man hier hinpiekt. Also ich kann die Rita das schon verstehen, dass sie sagt, sie kann nicht so lange daran sticken, weil ihr dann anfangen, die Augen zu schwimmen. Also das kann ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ich habe ja jetzt noch nicht so viel dran gemacht, aber ja, aber es gefällt mir gut. Aber ich muss sehen, wie es ist, wenn man denn ein größeres Stück hat. Wie das dann funktioniert.
Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Was macht eure Osterdeko? Steht da schon irgendwas? Habt ihr schon ein bisschen was dekoriert? Also ich muss sagen, ich habe noch gar nichts. Also ich weiß nicht, auch Ostern ist mir dieses Jahr irgendwie viel zu früh. Weiß ich nicht, es blüht noch nicht so wirklich irgendwas im Garten. Also bei mir kommen jetzt erst die Narzissen hoch, woanders blühen die schon. Verstehe ich überhaupt nicht. Bei mir kommen sie jetzt gerade mal raus. Und Tulpen habe ich jetzt eine im Garten, so ganz versteckt in der Ecke kommt die. Ich weiß auch gar nicht, ob da noch mehr kommen. Ich glaube, meine Hunde, die haben mir die ganzen Zwiebeln ausgebuddelt. Also irgendwie passiert da noch nicht so viel bei mir im Garten. Und ich weiß ja jetzt auch nicht, wie das Wetter wird. Ob sich das schon lohnt, sich da irgendwo so ein paar Pflanzen hinzustellen oder ob es nochmal Frost gibt, wäre natürlich ärgerlich, ne? Wenn dann alles kaputt friert. Ja, aber sonst weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt mein Winteridyll fertig. Das nächste Projekt, glaube ich, an das ich mich ransetzen werde, ist mein Kranz, damit der auch irgendwann mal fertig wird. Weil der liegt ja wirklich schon so lange. Und ich hatte ja ein bisschen was schon dran gemacht gehabt. Aber das dauert eben extrem lange, weil, oh, bis ich da eine Perle durch habe, dann bleibe ich ständig an diesen Zacken da hängen. Und von daher, naja. Aber vielleicht komme ich da auch im Urlaub denn zu. Also das wäre schon cool, wenn ich den vielleicht zu Ostern schon fertig hätte. Sind ja noch 14 Tage hin bis Ostern. Und dann schauen wir mal. Ja, ansonsten, ja, möchte ich hier ein bisschen dran weitermachen. Dann möchte ich meine Hexe ein bisschen voranbringen. Es wäre ja nun der Hammer, wenn ich dann noch ein Bild fertig bekomme dieses Jahr. Und die Hexe wird bestimmt auch noch fertig. Also da fehlt ja wirklich nicht mehr viel. Da hatten mir ja die Perlen gefehlt, die habe ich mir ja jetzt nachbestellt. Und ja. Ja, ihr Lieben, ich habe wirklich überhaupt gar nichts Neues zu erzählen oder zu berichten. Bis auf, dass ich viel arbeiten muss. Oh Mann, man kann sich echt den ganzen Tag versauen mit dieser Arbeiterei. Weil man kann nichts vernünftig planen, nichts anfangen und ja. Naja. Ja, ihr Lieben, ich würde das Video tatsächlich an dieser Stelle auch beenden. Ich lasse euch auf alle Fälle, ja, werdet ihr sehen, wie es hier weitergeht. Ich selber bin auch gespannt. Ja, dann bleibt mir nicht viel zu sagen, als euch ein fantastisches Wochenende zu wünschen. Das Wetter ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei uns ist es kalt, es ist windig, es ist nass, es regnet. Und wir schauen mal. Ja, dann sage ich bis bald, ihr Lieben. Tschüss.